Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, bevor man möglicherweise falsch zielt, einfach mal eine kurze Zusammenstellung von Daten, was das Thema Selbstständige in Deutschland anbelangt. Wenn man schaut, wie viele Personen, die im Rentenalter sind, waren zuletzt als Selbstständige berufstätig, dann sind das etwa 10% der Älteren in Deutschland ehemalige Selbstständige. Übrigens, die allermeisten von denen, nämlich 3/4, hat auch irgendwann mal in die gesetzliche Rentenversicherung einbezahlt. Das sind also durchaus Personen, die einen Anspruch an die gesetzliche Rentenversicherung haben, die aber möglicherweise, weil sie als Selbstständige aus der Rentenversicherung rausgegangen sind, dann eben die restlichen Jahre irgendetwas anderes gemacht haben. Das Zweite ist, unter diesen Selbstständigen im Rentenalter sind sehr viele mit einem sehr guten Alterseinkommen. Das heißt, sie haben rechtzeitig vorgesorgt und haben zum Teil auch ein besseres Alterseinkommen als manche gesetzlich Versicherten. Aber es fehlt sozusagen die Mittelschicht und wir haben eine relativ große Zahl dann wieder von Selbstständigen, vor allem sogenannten Solo-Selbstständigen, die kaum bis gar nichts fürs Alter vorgesorgt haben. Und deshalb finden Sie im Altersvorsorgebericht der Bundesregierung, der demnächst verabschiedet werden soll, bei den Untersuchungen, die da angestellt worden sind, folgende interessante Zahl. Während wir 10% Selbstständige unter der Seniorengeneration in Deutschland haben, haben wir 17% ehemalige Selbstständige bei den Beziehern Grundsicherung im Alter. Also praktisch doppelte hohe Armutsgefährdung bei ehemaligen Selbstständigen wie bei Personen, die in die gesetzliche Rentenversicherung ihr Leben lang eingezahlt haben. Und daraus sieht man, es ist nicht die Frage, generell machen wir was an Altersversorgung für die Selbstständigen, sondern es gibt einen dringenden sozialpolitischen Handlungsbedarf, um zu verhindern, dass immer mehr Selbstständige im Alter nichts haben und auf Grundsicherung im Alter angewiesen sind. Und weil der Kollege Kurz schon erwähnt hat, dass es gegen die Pläne, die wir schon mal in der letzten Legislaturperiode erarbeitet haben, auch sehr viel Widerstand gab, will ich einfach antworten. Wenn ein Sozialstaat wie die Bundesrepublik Deutschland allen ihren Bürgerinnen und Bürgern, unabhängig was und wie sie gearbeitet haben, zusagt, wenn es zum Leben nicht reicht, gibt es am Schluss eine konkrete staatliche Hilfe, nämlich die Grundsicherung im Alter. Dann finde ich, hat dieser Staat auch das Recht, ja sogar die Pflicht, von jedem von uns zu verlangen, dass er in den Zeiten, in denen es ihm gut geht, in denen er gut verdient, auch irgendetwas fürs Alter zurücklegt und anspart, damit er am Schluss nicht auf Grundsicherung möglichst angewiesen ist. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, das Problem ist, und das haben wir, Herr Kurt, in der letzten Legislaturperiode sehr ausführlich diskutiert und erarbeitet, dass sich eben die Einkommenssituation von Selbstständigen ein bisschen von dem Festangestellten, der einen Arbeitsvertrag hat, mit einem konkreten monatlichen Gehalt, was auszubezahlen ist, unterscheidet. Das Erste ist, ich gründe eine selbstständige Existenz. Da muss ich in der Regel erstmal ordentlich Geld ausgeben, möglicherweise noch einen Kredit aufgeben und verdiene mal in den ersten Jahren gar nichts. Deswegen muss es bei einer verpflichtenden Altersvorsorge für Selbstständige freie Jahre für die Existenzgründungsphase geben, sonst kann die Existenzgründung nicht funktionieren. Das Zweite ist, das haben Sie zu Recht dargestellt, der Selbstständige weiß nicht unbedingt, ob er im nächsten Monat sagenhaften Gewinn macht mit dem, was er unternimmt, oder dicken Verlust macht, also ob überhaupt Einkommen erwirtschaftet wird. Und deswegen braucht man eine ganz andere Beitragsgestaltung, nämlich eine Beitragsgestaltung, die sich an diese unterschiedlichen Phasen von Verdienstmöglichkeiten, die sehr schnell wechseln können, anpasst. Und das war übrigens auch der Inhalt des Vorschlags, den wir in der letzten Legislaturperiode erarbeitet haben. Nicht der von Ihnen genannte Betrag war der Top-Betrag, sondern der Betrag war der Betrag, der dazu ausreicht, eine Altersversorgung aufzubauen, die auf jeden Fall oberhalb der Grundsicherung liegt. Und selbstverständlich für jeden, der nicht diesen Verdienst hat, sollte es davon abgesenkte Beiträge geben, die sich nach seiner Einkommenssituation
ausrichten. Also ist das Zweite, es muss eine Beitragsgestaltung sein, die auf die speziellen Bedingungen von Selbstständigen mit unterschiedlichen Erwerbs- und Einkommensverläufen Rücksicht nimmt. Das Dritte ist, und das ist das Entscheidende, unabhängig davon, welche Form von Altersvorsorge der Selbstständige gewählt hat, sollten wir als Staat diesen Altersvorsorge des Selbstständigen insolvent schützen. Sprich, wenn leider vielleicht der Betrieb aus irgendeinem Grund in die Insolvenz geht, dann sollte das, was für die Altersvorsorge auf die Seite gelegt worden ist, nicht angegriffen werden, sondern tatsächlich auch in Zukunft für die Altersversorgung, die den Selbstständigen zur Verfügung stehen. Ich kenne, und ich nehme an, viele Kolleginnen und Kollegen kennen auch den traurigen Fall, da war ein Handwerksmeister wirklich erfolgreich und dann kommt die Situation, dass zwei große Kunden die Rechnungen nicht bezahlen, die Bank den Kredit kündigt oder Insolvenz anmelden muss. Und eigentlich hatte er gedacht, dass sein schönes Unternehmen, was er sich aufgebaut hat, eines Tages auch seine Altersversorgung ist. Mit einem Tag ist alles futsch. Und er steht mit nichts da. Und deswegen ist die Pflicht zur Versicherung im Alter für Selbstständige für uns zuerst einmal das Angebot an den Selbstständigen, ihn aus dieser wirklich misslichen und katastrophalen Situation zu befreien und ihm zu garantieren, was du fürs Alter ansparst, das steht ja auch tatsächlich im Alter zur Verfügung. Das wird nicht irgendeiner Insolvenzmasse, falls es der Fall sein sollte, zugeschlagen. Herr Kollege Weiß, es gibt gleich zwei Wünsche nach Zwischenfragen. Wollen Sie diese zulassen? Dann machen wir das halt. Ja. Dann darf ich mit dem Kollegen Kurt beginnen. Herr Präsident, danke, dass Sie es zulassen und danke, Herr Weiß. Ich mache es auch ganz kurz. Das finde ich ein richtiges und zutreffendes Argument mit dem Insolvenzschutz der Alterssicherung, wie auch die Argumente, die Sie zuvor genannt haben, ja sehr gut mit unserem Antrag übereinstimmen. Aber stimmen Sie mir zu, dass der so wichtige Insolvenzschutz doch am besten gewährleistet ist, im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung, wo die gezahlten Beiträge quasi eigentumsrechtlich geschützt sind, laut Bundesverfassungsgericht, und wo sie pfändungssicher stehen. Ist das nicht eigentlich genau das Argument, was auch für das, was in diesem vorliegenden Antrag steht, was das unterstützt? Herr Kollege Kurt, ich will gerne Ihnen zugestehen, dass Sie die Vorzüge der gesetzlichen Rentenversicherung richtig geschildert haben. Aber zu Ihrer eigentlichen Frage. Sie haben ja zu Recht erwähnt, dass in der letzten Legislaturperiode die von der damaligen Koalition und den Fachpolitikern im Ausschuss Arbeit und Soziales mit dem Ministerium erarbeiteten Vorschläge zu einer verpflichtenden Altersvorsorge für Selbstständige eine riesige Diskussion und auch eine große Online-Petition ausgelöst haben, an der man erkennen kann, dass Selbstständige, die bislang nicht verpflichtend in ein System einbezahlen mussten, eine Wahlmöglichkeit sich wünschen. Und ich muss sagen, für mich ist das erste Ziel nicht, wo ist einbezahlt worden, sondern für mich ist das allererste Ziel, dass überhaupt etwas einbezahlt wird für Altersvorsorge durch Selbstständige. Die zweite Zwischenfrage hat sich erledigt, weil sie sich auf den Gegenstand bezog. Ich hänge hinten dran eine persönliche Einschätzung. Ich glaube, wenn wir eine verpflichtende Altersvorsorge für Selbstständige einführen, werden die sich sehr genau angucken, wo habe ich denn die besten Bedingungen? Und wenn dann Selbstständige einen fairen und gründlichen Vergleich anstellen, werden sie feststellen, dass die gesetzliche Rentenversicherung nicht die schlechteste Lösung für sie ist. Aber lass sie doch das selber erkennen. So viel als meine Anregung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt einen zweiten Punkt. Von diesen Selbstständigen, die in Deutschland arbeiten und zum Gesamteinkommen unserer Volkswirtschaft maßgeblich mit beitragen, sind übrigens ein Drittel bereits heute in selbstständigen Berufen tätig, die qua Berufsrecht oder eigener Regelung verpflichtend in ein Altersvorsorgesystem einbezahlen müssen.
Es ist also nicht so, dass alle Selbstständigen sozusagen die große Freiheit haben, etwas zu machen und auch nichts zu machen. Ein Drittel arbeitet in Berufen, Berufe, die zum Teil verpflichtet sind, in die gesetzliche Rentenversicherung einzubezahlen, Berufe, die verpflichtet sind, in ein berufsspezifisches Altersversorgungssystem einzubezahlen. Nur 2/3 der Selbstständigen arbeiten in Berufen, die eine solche Pflicht nicht kennen. Und da kann man meines Erachtens mit Fug und Recht die Frage stellen, ist das eigentlich okay, dass wir 2 Sorten von Selbstständigen haben? Und diese Unterscheidung ist jetzt nicht zwischen Selbstständigen, die gut verdienen oder schlecht verdienen, sondern das geht quer durch die Berufspalette hindurch. Und das ist ein weiterer Grund, glaube ich, zu sagen, wir achten in einem hohen Maße das, was Selbstständige für uns leisten, für den gesamtwirtschaftlichen Erfolg Deutschlands leisten. Aber dass es 1/3 gibt, die sozusagen selber sich schon diese Pflicht auferlegt haben und 2/3 nicht, ist ein wichtiges Indiz, dass man diese Unterscheidung künftig aufhebt. Selbstständige sollten Selbstständige sein, aber es sollte für sie auch das gleiche Recht gelten, egal in welchem selbstständigen Beruf sie arbeiten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass übrigens viele Verbände, in denen Selbstständige organisiert sind, an der Spitze der Zentralverband des Deutschen Handwerks, in dem unsere Handwerkskammern und Handwerkerinnungen organisiert sind, mittlerweile sehen, ja, es ist gerade für den Schutz, den sozialen Schutz unserer Mitglieder, unserer Unternehmerinnen und Unternehmer, die selbstständig sind, wichtig, dass wir diese Frage eines ausreichenden Alterssicherung für die Selbstständigen in Deutschland regeln. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass gerade mit der Unterstützung aus dem Handwerk und aus vielen selbstständigen Berufen es gelingen kann, eine vernünftige, der spezifischen Einkommenssituation und Arbeitssituation der Selbstständigen gerecht werdende allgemeine Altersversorgungspflicht in Deutschland einzuführen. Und das wäre sozialpolitisch ein großer, großer Fortschritt. Und ich freue mich, wenn wir auch unter Mitberatung des Antrags der Grünen zu einer solchen Lösung finden. Vielen Dank. Die Kollegin Sabine Zimmermann spricht jetzt für die Fraktion Die Linke.